In dieser Ausgabe von Blue Byte Backstage sind wir wieder mal bei den Entwicklern von Die Siedler Online und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Es gibt nämlich wieder neue Inhalte im Spiel und um was genau es geht, das verraten uns jetzt die Entwickler selbst. Wir werden demnächst neue Gegenstände ins Spiel einführen, den Sprengmeister. Dieser Sprengmeister kann auf Berge und Felsen angewendet werden. Er braucht dann ein wenig Vorbereitungszeit. Wenn er fertig ist, könnt ihr darauf klicken und die Berge und Felsen explodieren dann. Das bedeutet, ihr habt sehr viel mehr Platz, wo ihr dann Gebäude platzieren könnt. Wir arbeiten an mehreren Möglichkeiten, den Spielern mehr Platz zu geben. Der Sprengmeister ist jetzt die erste Möglichkeit, die es ins Spiel schaffen wird, aber an weiteren arbeiten wir und die folgen später. Nachdem wir jetzt mehr über den neuen Sprengmeister erfahren haben, wollen wir auch noch über die neuen Szenarien im Spiel reden. Um was genau es geht, erfahrt ihr jetzt. Die Szenarios sind ein neuer Spielinhalt für uns. Es geht vor allen Dingen darum, neben Expeditionen und Abenteuern eine wirtschaftliche Herausforderung für Spieler zu schaffen, was sich das viele Spieler gewünscht haben. Und so haben wir in diesen Szenarios jetzt kleine Geschichten, in denen ihr die Wirtschaftskraft eures Königreichs einsetzen müsst, um diese Geschichten zu lösen. Als Spieler muss ich zunächst erstmal auf die Szenarioinsel gehen. Dort finde ich ein paar Gegenstände, die ich sammeln muss. Die nehme ich mit zurück auf meine Insel und dann in Verbindung mit Rohstoffen von meiner Insel kann ich Buffs produzieren. Und diese Buffs benutze ich dann, um das Szenario zu lösen. Es gibt einige schwerere Szenarios, die haben dann noch eine größere Herausforderung in puncto Zeit. Aber je nachdem, welches Level man ist, kann man sich dann halt auch die entsprechende Herausforderung selber aussuchen. Auch in der Community von Die Siedler Online ist natürlich wieder viel passiert und die Highlights der letzten Monate fasst BB Graubart für euch zusammen. Hallo zusammen. Obwohl 2015 gerade erst begonnen hat, wollen wir uns auch mal anschauen, was 2014 so los war in der Community auf der ganzen Welt. Unter anderem hatten wir unsere Tipprunde zur Fußball-Weltmeisterschaft mit mehr als 40.000 Teilnehmern. Am Ende hat der französische Spieler Al Chapon gewonnen, aber in Summe hatten wir mehr als 120 Gewinner. Auch auf der Gamescom haben uns viele Community-Mitglieder besucht. Mehrere hundert Spieler haben teilgenommen an den Fragerunden mit dem Game Design Team und dem Community Team, haben an unserem Spiel teilgenommen, bei dem man Gewinne für den Account abstauben konnte oder haben sich einfach so ein bisschen Loot geholt. Des Weiteren wurden 2014 Dutzende von Foren Spotlight-Beiträgen honoriert. Dabei geht es um Forenbeiträge wie Gedichte, wie selbstgemalte Bilder und so weiter und so fort. So, wir freuen uns wirklich darauf, in 2015 weitere tolle kreative Beiträge von euch zu sehen. Außerdem möchte ich an dieser Stelle im Namen des gesamten Teams insbesondere unseren Moderatoren danken, die täglich den Spielern in den Chats, in den Foren helfen und dadurch eine wirklich, denke ich, gute Atmosphäre schaffen. Und diese Atmosphäre hat übrigens einige wirklich bezaubernde Seiteneffekte. So hat uns 2013 ein Pärchen in Deutschland kontaktiert, die sich in Siedler kennengelernt haben. Und obwohl sie 700 Kilometer auseinander wohnten, sind sie ein Liebespaar geworden und haben sogar geheiratet. Ende 2014 war es dann ein polnisches Pärchen, das uns kontaktierte und die eben ein kleines Siedlerchen erwarten, was 2015 zur Welt kommen wird. Alles Gute an eure junge Familie. Und obwohl das Jahr 2015 gerade erst begonnen hat, haben wir eine weitere schöne Liebesgeschichte, diesmal aus der französischen Instanz. Ein belgisches Pärchen hat ebenfalls gerade geheiratet. So, vielen Dank, dass ihr auch diese schöne Geschichte, die mit Siedler zu tun hat, mit uns teilt, denn auch dieses Pärchen hat sich in Siedler Online kennengelernt. Solltet auch ihr eine schöne Geschichte haben, die mit Die Siedler Online zu tun hat, kontaktiert bitte unser Community-Team oder schreibt eine kurze Zeile an den Support. Wir sehen uns im Spiel. Übrigens haben die Entwickler auch schon wieder ein neues Event in den Startlöchern. Um was es genau geht, erfahrt ihr jetzt. Wie jedes Jahr haben wir auch dieses Jahr wieder ein Oster-Event. Was es da alles Neues gibt und was sich geändert hat zum letzten Jahr, kann euch Basti erzählen. Ja, also dieses Jahr gibt es einige Neuerungen. Die größte Neuerung von allen ist natürlich, dass wir eine neue Osterressource haben, die gestreiften Eier. Keine Sorge, wir können direkt verraten, die alten Eier werden natürlich noch einen Zweck haben und ihr könnt sie natürlich noch benutzen, dazu erzählt euch Paula in Kürze ein bisschen mehr. Aber wichtig ist jetzt eine komplett neue Regel für alle Oster-Events, nämlich man wird nur noch eine Osterressource oder eine Eventressource für den Zeitraum des Events nutzen können. Das wird ab jetzt für alle Events so sein. Und wir wollen dies natürlich besonders tun, damit es für alle Spieler die gleichen Chancen gibt in einem Event. Denn wir haben in der Vergangenheit einfach die Erfahrung gemacht, dass viele Spieler Ressourcen anhäufen konnten und dann
war natürlich auch die Fairness für alle anderen Spieler in dem Event nicht mehr gegeben, die später angefangen haben. Und wir haben auf jeden Fall eine Menge neue Features, die wir euch jetzt natürlich zusammen vorstellen wollen. Ein wichtiger Bestandteil eines jeden Events sind mittlerweile auch die Level 6 Gebäude. Bei diesem Event haben wir uns dazu entschlossen, die Eisenproduktion mit den Level 6 Gebäuden zu erweitern. Die Eisenmine, die Eisenschmelzerei und die Eisenwaffenproduktion können jetzt auf Level 6 abgegradet werden. Was natürlich auch brandneu ist dieses Ostern, ist, wir haben ein ganz besonderes Oster-Achievement-Gebäude. Ihr habt die Möglichkeit im Spiel Achievement-Punkte zu sammeln für Achievements, die ganz speziell für dieses eine Oster-Event sind. Und je mehr Achievement-Punkte ihr sammelt, umso toller und so größer wird euer Gebäude. Bei dem Ostergebäude handelt es sich um ein Wohngebäude, in dem ihr bis zu 180 Siedler unterbringen könnt, wenn ihr es schafft, genug Achievement-Punkte zu sammeln. Für gestreifte Eier könnt ihr auch ein neues Szenario erwerben. In diesem könnt ihr herausfinden, wo kommen eigentlich die Ostereier her und könnt auch feststellen, dass diese gerade in Gefahr sind. Also besorgt euch, woher kommen die Ostereier und rettet das nächste Ostern. Darüber hinaus haben wir natürlich dieses Ostern auch wieder tolle Belohnungen für euch. Unter anderem einen komplett neuen General, einen neuen Versorger für PvP. Und wir haben uns entschlossen, aufgrund der großen Beliebtheit nochmal den Meister der Kampfkünste aus dem letzten Jahr für alle Spieler zur Verfügung zu stellen, damit ihr euch den im Oster-Event erspielen könnt. Wie Basti schon erwähnt hat, wird es dieses Jahr neue Ostereier geben. Also keine normalen Ostereier mehr, sondern jetzt gestreifte Eier. Aber was passiert eigentlich mit den Ostereiern, die ihr noch habt? Wir wissen, dass sehr viele Spieler noch sehr viele Ostereier haben, die gespart haben, gehandelt haben und natürlich jetzt mit denen auch noch was machen wollen. Deshalb werden wir in diesem Jahr noch ein kleines Mini-Event machen, wo wir alle Shops von allen bisherigen Events wieder öffnen werden und ihr da eure alten Ressourcen ausgeben könnt. Wie es sich mit Limits und Mengen verhalten wird, müssen wir noch im Detail prüfen, da bestimmte Dinge nicht unlimitiert sein können, wie zum Beispiel die Wasserresidenzen, für die es gar nicht genug Bauplätze gibt, wenn wir sie unlimitiert machen würden. Weitere Infos dazu werden folgen. Checkt einfach die Website, unser Forum, Facebook oder Twitter. Wir hoffen, ihr konntet einen guten ersten Überblick über die neuen, heute gezeigten Features im Spiel gewinnen. Natürlich würde es uns auch freuen, schon bald mehr spektakuläre News aus der Community vermelden zu können. Also seid dabei, wir sehen uns in Die Siedler Online.